Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur 356. Folge Let's Play Minecraft, die Staffel 6. Wenn ihr euch gefragt habt, wo ich jetzt hier rauskomme, aus welcher Leiter, das könnt ihr ja in der letzten Folge mal nachgucken. Seid gespannt, seid gespannt. So, wir bauen jetzt hier am Rad weiter. Und der Rat hat nach 5 wieder so ein Prompel. 1, 2, 3, 4, 5, zack. Genau, dann sind es wieder 3. Dann sind es 4. Dann sind es 3. Dann sind es wieder 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kommt der weg? Wir müssen dringend, weil ich habe jetzt mein Holz, mein Werkzeug nicht mit. Müssen wir hier noch ein bisschen terraformen, aber ich mache das erstmal hier hinten, weil den Rest können wir auch noch später machen. So, jetzt war es hier 5. Die. Guten Tag. So, dann war das 3. Ne, hier war das. Ja, fängt es nämlich schon an. Ich brauche dringend meine Axt. Meine Axt. Da können wir auch gleich mal das Texturenpaket wechseln. Von OZ Version 6 in Version 9. Es gibt nämlich eine neue Version, wo ein bisschen was geändert wurde. So. Das musste jetzt einfach sein. So, Optionen. Ressourcenpakete. Habe ich das schon hier reingeladen? Habe ich noch nicht. Seid jetzt live dabei, dass ich es tue. Hier ist es. Palap, 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 palap. So, schließen wir das. Machen wir fertig. Ressourcenpakete und da ist es nämlich. Zack. Es dauert immer ein kleines bisschen, aber es geht, glaube ich, in den letzten Zeiten ein wenig schneller. Jetzt ja. Fertig. Und zurück zum Spiel. Und das wird nämlich geändert, meine lieben Freunde. Die Axt, die diamantene Axt. Sieht jetzt anders aus. Natürlich sieht man jetzt nicht so wirklich. Aber also funktionieren tut es immer noch genauso. Genauso so schnell im Abbau. Zack. Aber die hat jetzt ein anderes Aussehen. Und dieses andere Aussehen macht die eigentlich ganz schön aus, ne? Wenn man es mal so sieht. So, jetzt geht's weiter unten an dem wunderschönen Gebäude, wo man schon mal ein Foto reißen kann hier auf diesem Prompel. So schaut's aus. War das jetzt ein Foto? Ich glaube, ich habe die richtige Taste gedrückt. Wenn nicht, ärgere ich mich wieder. So, hier waren es 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Korrekt. So, bei dem Vierer, das ist hier der Eingang.
Das ist der Eingang. Und da ziehe ich das jetzt überall erstmal zwei nach oben. Also so, ja. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Lalilu. Eins, zwei. Es wird dann oben noch ein bisschen breiter, aber die zweite Etage, die ist noch ein wenig in Planung. Da habe ich schon so zu viel, upsa, zu viel radiert. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie viel ich da schon radiert habe. So, wir kommen ja gleich noch die Balken von innen. Innen gibt es natürlich auch ein bisschen Gebälk. Genauso wie im Rathaus drin. So. Jetzt gibt es hier drin Gebälk. Wo ist der Eingang? Hier ist der Eingang. Sozusagen. Guck mal hier so. Wenn wir das mal hier kurz wegnehmen. Die Blume können wir ja ruhig stehen lassen. So. Zack. Zack. Also, das ist hier alles klar. Okay, das kann er weg hier, ne? Aber noch einer. Zack, das kann er weg. Das kann er weg. So, jetzt sind wir einmal ringsrum. Jetzt können wir hier schon mal sagen, wo die nächsten hinkommen. Wie zum Beispiel hier kommt der nächste dahin, dahin und dahin und da. So. Ja, sei mir gerecht, dahin und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist das korrekt? Das ist sogar korrekt. Super. Dann gehen wir von hier 3 nach da, 4 nach da, korrekt, und wieder 3. Drehen wir uns wieder um. Mal hier ist das, ne? Genau, hier ist das. Hier 3, dann noch mal 3. Hier sind es auch 3. Genau, da haben wir nämlich das. Hier sind es 2, genauso wie auf der Seite. Oh, beziehungsweise einer. Da sind ja 4 zwischen, genau. Und hier drüben sind nicht 4 zwischen. Was ist da los? Zwischen. Nach dem 4 kommt 3 zwischen. Genau, da ist der ja falsch. Guck mal, da fängst du nämlich schon an und bei so großen Gebäuden, wenn man dann schon in der zweiten Etage ist, das wird dann heikel, wenn man zuerst eben dieses Konstrukt von Gebilde baut. Und hier sind 1, 2, 3, 4, 5. Guck mal, das haut zufälligerweise wieder hin. Ne? Weil ich habe ja den genau auf diese Ebene platziert. Das ist ja komisch. Muss mal kurz was trinken. So. Weiter im Geschäft. Hier ist der Eingang. Da kommt nach 2 auch nochmal so ein Prömpeln. Und das sind dann hier 3 zwischen. Genau. So soll das sein. Haben wir jetzt hier irgendwas vergessen? Ich glaube, den Gang hier, ne? Den Gang. Da kommt hier einfach noch so ein Prömpel hin.
Korrekt. So, ich kann euch ja mal sagen, wo es zum Gerichtssaal geht. Also, wenn man dann hier reinkommt, geht man hier die Treppen hoch, zack, zack, zack. Hier hat man so einen kleinen Wartebereich. Und wenn man dann hier, fupp, hier ist eine Wand, wenn man hier durch die Tür geht und ist man dann hier, kann man schon die Treppe runterlaufen zum Gerichtssaal. Und ich lege mich mal hin, wo ist mein Bett? Hier ist mein Bett. Ja, ich bin alleine. Und die Monstren sind eingeschalten. Da oben ist ein Schneemann. Uhu. Schneemann. Ey. Wunderhübsch. Bis zur nächsten Folge, meine lieben Freunde. Ciao, ciao.